Ein ereignisreicher Trainingstag in Monza geht zu Ende, liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Ereignisreich, und das Ganze hat schon früh am Morgen begonnen mit einer denkwürdigen Media Session von Williams Teamchef James Vowles. Williams hat die Schlagzeilen zuletzt bestimmt, Rauswurf von Logan Sargeant und die Besetzung durch Franco Colapinto. Natürlich sehr interessant, wie es dazu gekommen ist. Auf der einen Seite Sargeants Rauswurf. James Vowles hat gesagt, der Unfall in Sanford im dritten freien Training, der war gar nicht so ausschlaggebend. Klar, das wehgetan, das Update da in Flammen zu sehen, aber eigentlich war es die Performance. Da gab es keine Steigerung mehr von ihm. Der war an seinem persönlichen Limit angekommen. Das war einfach nicht genug und deswegen musste man da jetzt die Reißleine ziehen. Ungünstig natürlich, vor allem während der Saison, Back-to-Back-Rennwochenenden, aber besser spät als nie. Er hofft, dass Logan Sargeant das auch irgendwann einsieht, dass es für alle Beteiligten besser ist. So, ich glaube, Logan Sargeant wird das nicht unbedingt so sehen. Aber dann die interessante Sache, wieso es Franco Colapinto geworden ist. Der Wunschkandidat wäre ja eigentlich Liam Lawson gewesen. Der allerdings, das hat James Vowles gesagt, der war nicht zu den Bedingungen verfügbar, die man bei Williams akzeptieren konnte. Heißt wahrscheinlich im Klartext, Red Bull wollte ihn nicht für den Rest der Saison garantieren. Dann war es eine Entscheidung zwischen Mick Schumacher und Franco Colapinto. Das hat James Vowles auch so klargestellt. Und dann hat er ein Zitat losgelassen, das um die Welt gegangen ist. Mick Schumacher ist gut, aber er ist eben nichts Besonderes. Das Gleiche hat er dann übrigens auch eigentlich noch über den eigenen Fahrer jetzt gesagt, über Franco Colapinto. Das Zitat, das hört sich natürlich erstmal hart an, aber man muss es ja wirklich auch realistisch sehen, was Besonderes, wer ist was Besonderes. In der Formel 1 kann man sagen, sind alle besonders, aber unter den Besonderen, die ganz Besonderen, das sind halt dann die Verstappens und Hamiltons und Co's. Und da zählt er Mick Schumacher nicht dazu. Und ich glaube, das kann man ihm eigentlich auch nicht so verübeln. Man hat ja von Mick Schumacher schon einiges gesehen. Umstände und so weiter kann man auch drüber diskutieren, aber dass er kein Verstappen ist, da sind wir uns einig. Warum hat aber dann Franco Colapinto den Vorzug erhalten vor Mick Schumacher? Das ist ganz klar, der eine ist noch jung, der eine ist auch noch ein eigener Junior, also in der Williams Driver Academy. Und da hat man gesagt, man investiert lieber in die Zukunft als in die Vergangenheit. Hört sich hart an, Mick Schumacher ist jetzt auch noch nicht so besonders alt, aber in dieser ganzen Konstellation mit der eigenen Academy ist das dann schon irgendwie nachvollziehbar. Außerdem, Colapinto macht in der Formel 2 auch einen ordentlichen Job für MP Motorsport, das hat Vowles auch nochmal klargestellt, der fährt nicht für Prema, ist aber trotzdem vor beiden Prema-Piloten und macht das wirklich ganz gut. Finanzielle Gründe dafür soll es übrigens nicht geben, denn es wurden inzwischen auch schon zwei argentinische Sponsoren bekannt gegeben. Da hat uns der Teamchef aber gesagt, das war zuvor nicht klar. Nein, wir haben erst die Fahrerentscheidung getroffen und dann kamen erst die Sponsoren. Ja, Franco Colapinto liegt in der Formel 2 vor Kimi Antonelli und eben jener Kimi Antonelli, der hat heute sein offizielles Formel 1 Debüt gegeben im ersten freien Training und da ist er auch ordentlich eingeschlagen. Nach 10 Minuten war sein Training schon vorbei, in Parabolica hat er die Kontrolle über sein Auto verloren, über den Silberpfeil, das Heck ist ihm weggegangen, er ist dann mit 45G oder mit 52G, da gehen die Angaben bei Mercedes so ein bisschen auseinander, eingeschlagen. Egal ob 45G oder 52G, das war ein richtig heftiger Unfall. Die komplette rechte Seite des Mercedes war zerstört. George Russell, dem hat er damit einen Bärendienst erwiesen. Der musste ja in der ersten Session zuschauen, im ersten freien Training. Zweite Session wurde dann auch nochmal unterbrochen nach einem Unfall. Außerdem wurde Mercedes mit der Reparatur erst später fertig. Das heißt, er hat heute vielleicht 15 Minuten Trainingszeit bekommen. Das war natürlich alles andere als optimal. Ja. Verantwortlich dafür Kimi Antonelli bei seinem Formel 1 Debüt. Vor heimischer Kulisse ein bisschen übereifrig zu Werke gegangen. Man hat schon gesehen, es war seine zweite gezeitete Runde, bei der er abgeflogen ist. Das ist natürlich schon richtig bitter. Man hat aber schon in der ersten Runde gesehen, der ist da ein bisschen übermotiviert. Der war sofort am Limit, war sofort schneller als der eigene Teamkollege, hat sofort die Bestzeit gesetzt zu diesem Zeitpunkt. Und dann wollte er es nochmal wissen, wollte sich dann die Bestzeit zurückholen im zweiten Anlauf und ist dann eben abgeflogen. Ja, Toto Wolff hat dann später in der FIA-Pressekonferenz Rede und Antwort gestanden, hat gesagt, naja, der hat sich ja dann sofort entschuldigt beim Team. Man muss fairerweise sagen, Antonelli hat auch nicht irgendwie Ausreden gesucht, Wind, Böe oder was auch immer. Nein, er hat gesagt, er war zu schnell, war sein Fehler. Toto Wolff hat das Ganze aber gar nicht so dramatisch gesehen. Er meinte, das ist ein Rookie, das kann passieren. Und lieber ist es eben, man bremst, man muss einen schnellen Fahrer einbremsen, als einen nicht so schnellen Fahrer anpeitschen. Denn das ist eigentlich nicht möglich. Ähnlich hat das übrigens auch Konkurrent Dr. Helmut Marko gesehen. Der hat auch gesagt, es ist schon hängen geblieben, mit welchen Runden der da erstmal losgelegt hat, performancetechnisch. Der Doktor hat aber nicht verstanden, wieso man Antonelli ausgerechnet hier in Monza vor dem Heimpublikum ins Auto setzt. Da war der Druck natürlich schon programmiert. Die Frage ist, was hat die Mercedes auf den Weg gegeben? Dass das Auto heil lassen soll oder, naja,
dass er richtig einen raushauen soll und zeigen soll, er ist der nächste Verstappen. Toto Wolff meinte, er hat ihm eigentlich nur auf den Weg gegeben, das Ganze zu enjoyen, also zu genießen. Völlig egal, ist nur ein erstes freies Training außerhalb von dieser Blase. In der Formel 1 interessiert das sowieso niemanden. Das Gleiche konnte ihm dann nach dem Training tatsächlich nochmal sagen, nämlich, dass es alles nicht so schlimm ist. Ein erstes freies Training interessiert sowieso niemanden. Auf die Entscheidung, wer dieses zweite Mercedes-Cockpit jetzt kriegt, soll das Ganze keinen Einfluss haben. Da zählt einfach nur die Pace. Man hört die Entscheidung, die soll eigentlich ohnehin schon gefallen sein. Eine Verkündung ist sogar noch an diesem Wochenende denkbar. Das nächste Mal wird Antonelli wahrscheinlich in Mexiko im Cockpit sitzen. Dass man den jetzt vorziehen muss, um ihm die Angst ein bisschen zu nehmen, hey, Toto Wolff überflüssig. Wenn jemand Champion will, dann muss er das abkönnen. Und das traut er Antonelli durchaus zu. Das hat er dann auch in der Formel 2 bewiesen. Kurz danach war er Qualifying der Formel 2 und da hat er den eigenen Teamkollegen Berman wieder geschlagen, wurde Sechster. Also hat er sich dann noch ordentlich aus der Affäre gezogen. Antonelli, eher offizielles Formel-1-Debüt war das, wenn man so will, am Rennwochenende. Er durfte aber natürlich schon einige Formel-1-Kilometer abspulen bei den sogenannten TPC-Tests. Was es damit genau auf sich hat und warum das eigentlich eine relativ große Schummelei inzwischen ist, was die Testfahrten angeht, das könnt ihr in der aktuellen Printausgabe lesen, in Ausgabe Nummer 98, abo.motorsport-magazin.com, für alle, die es noch nicht im Briefkasten liegen haben. Monza ist ein spezielles Pflaster, nicht nur für Italiener und Ferrari, für alle. Das hat man auch an den Updates gesehen. Alle haben spezielle Pakete mitgebracht mit kleinen Heckflügeln, das von Red Bull sieht besonders spektakulär aus. Sieht aus, als würde ein Teil vom Heckflügel fehlen, als hätte da jemand was abgebissen. Aber das größte Update, das hat tatsächlich Ferrari mitgebracht. Das haben wir auch schon so angekündigt. Da gibt es mehr als nur das Streckenspezifische. Wenn man jetzt mal Frontflügel und Heckflügel wegnimmt, streckenspezifisch, bleiben immer noch 7 Neuerungen am Ferrari übrig. Neue Kamerapositionen vorne, Spiegel wurden ein bisschen angepasst. Aber das größte Update, das gibt es am Unterboden. Der wurde komplett rundum erneuert. Fences, Body, Diffusor, Edges, alles neu, was man sich nur so vorstellen kann. Und das ist ganz interessant, denn auf der einen Seite hat man da schon die Entwicklungsrichtung fortgeführt, die man zuletzt hatte, aber man musste natürlich auch auf die Probleme reagieren, die man mit dem Barcelona-Upgrade eingeführt hatte, also das Bouncing. Und ja, die Frage ist, ist das gelungen? Hier in Monza wird man wahrscheinlich noch keine richtige Antwort darauf bekommen. Ganz spezielle Streckencharakteristik, aber Choclier hat auch gesagt, ja, streckentechnisch ist es, oder Streckentests sind inzwischen eh so schwierig zu lesen, so unterschiedliche Streckencharakteristika, so wenig Testzeit, deswegen muss man sich da eigentlich auf den Windkanal und die Simulationen verlassen. Das Vertrauen bei Ferrari, das soll nach wie vor da sein. Und der Ferrari ist dann im Training auch ganz ordentlich gelaufen, hatten wir auch so erwartet. Allerdings die Bestzeit, die ging an Lewis Hamilton, allerdings so nah beieinander alles. Lando Norris nur wenige Tausendstel dahinter, direkt dahinter Carlos Sainz, Oscar Piastri, Charles Leclerc, die Top 5 innerhalb von anderthalb Zehntelsekunden. Aber wo ist der Red Bull? Tatsächlich Max Verstappen nur auf Position 14, Sergio Perez Position 15. Verstappen, der musste seine schnelle Runde abbrechen. Der hatte Probleme auch in Parabolika, da haben wir wirklich einige Snaps gesehen. Er konnte aber das Fahrzeug noch auf der Strecke halten, aber deswegen keine richtig schnelle Runde auf den weichen Reifen setzen. Die Frage ist natürlich, wo wäre er gelandet, hätte er diese Runde zu Ende fahren können? Unsere Daten zeigen, dass er schon zu diesem Zeitpunkt deutlichen Rückstand auf die Bestzeit hatte. Ungefähr 2 Zehntel oder noch ein bisschen mehr war es. Wenn man das dann hochrechnet, dann ist er da nicht mehr unbedingt bei den ersten 5 dabei. Also wäre ungefähr Position 6 rausgekommen. Jetzt sagt man bei Red Bull wieder, wie die letzten Freitage eigentlich auch schon, ja gut, wir haben den Motor noch nicht so richtig aufgedreht. Das bringt hier in Monza natürlich noch ganz besonders viel, aber die Balance, die sah nicht ordentlich aus. Verstappen selbst hat gesagt, ja, zu Beginn der Session war das wirklich nicht gut, dann allerdings hat man ein paar Änderungen vorgenommen und im Long Run sah es besser aus, aber man hat auch bei Red Bull starkes Graining gesehen, wie bei vielen anderen Teams auch, hat was mit dem neuen Fahrbahnbelag und den Umbauarbeiten hier in Monza zu tun, deswegen alles noch sehr, sehr schwer zu lesen. Aber dass Red Bull so starke Probleme hat und dass man vorne eigentlich noch nichts sagen kann zwischen Ferrari, McLaren, Mercedes, das macht es natürlich WM-technisch auch nochmal spannender, denn Max Verstappen könnte dadurch einige Punkte mehr verlieren. Wie das Ganze ausgeht, das erfahrt ihr natürlich bei uns. Den YouTube-Kanal habt ihr schon längst abonniert, oder? Schaut nochmal nach. Und wir haben nicht nur den YouTube-Kanal, wir haben natürlich auch noch ein Online-Angebot. Da gibt es Live-Ticker zu den Sessions, Trainingsberichte, Ergebnisse, alles, was das Herz begehrt. Entweder ganz klassisch in den Browser eintippen oder die App runterladen, kostenlos für Android und iOS. Jetzt freuen wir uns auf ein richtig spannendes weiteres Wochenende hier im Königlichen Park.